Ja, Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leute, willkommen zu einem neuen Video hier im Schießzember. Und was darf im Schießzember nicht fehlen? Natürlich ein Warum so viel Rauch-Video. Deswegen dachte ich mir heute, wir machen mal ein Warum so viel Rauch-Video mit einem Aluköpfchen. Ich rauche immer noch sehr, sehr gerne, auch nach so langer Zeit. Immer noch ab und zu einfach gern mit Alufolie. Und ich glaube, wir hatten noch kein Warum so viel Rauch-Video mit Alufolie. Deswegen eignet sich das ganz gut. Und auch, weil ich öfters mal im Stream gefragt werde, Nico, wie machst du das mit Alufolie? Ich habe mir eine Smokebox bestellt, die ist noch nicht da. Jetzt muss ich mit meinem Funnel mit Alufolie rauchen. Deswegen würde ich sagen, packen wir es in die Küche, schnappen uns einen Funnel und ich zeige euch, wie ich das Köpfchen dann mit Alufolie baue. Bis dahin, nicht vergessen, checkt mich gerne auf Instagram ab oder auf Twitch. Da sind wir jeden Abend live. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, damit mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid. Einen guten Rauch euch und bis gleich. So, Leute, genug gebabbelt vom Alufolienköpfchen. Jetzt sitzen wir auf dem Balkon. Jetzt lass uns erstmal ein Zügchen nehmen von der Pfeife. Gerade den ersten Zug genommen. Und es raucht mal wieder, wie ich sehe euch nicht mehr. Neben mir haben wir heute die Hooker Alexa stehen. Sehr, sehr schöne Pfeife, Preisbereich ca. 115 Euro. Und ihr seht schon oben, habe ich da manche Sachen drauf. Ich habe euch den Kopfbau eingeblendet. Ich rauche gerade in meinem Mahalla Funnelkopf. Könnt ihr auch mit jedem anderen Kopf so machen, wie ich euch das eingeblendet habe. Tabakmenge ist natürlich Geschmackssache. Ob ihr so viel Tabak hernehmt wie ich oder ob ihr weniger hernehmt, das liegt allein im Auge des Betrachters. Ich habe auch einfach hauskömmliche Alufolie genommen. Normalerweise verwende ich, was passender wäre, Panzeralufolie. Da braucht ihr nur eine Lage. Ich dachte mir aber, nicht jeder hat zu Hause Panzeralufolie, sondern einfach ganz normale Haushaltsalufolie von der Mutti, vom Kochen. Und deswegen dachte ich mir, benutzen wir auch die Alufolie von zu Hause, damit das jeder nachmachen kann. Ich gönne mir gerade den Ladykinder von Adalia. Absolut Schmackofazzo Tabak. Ich hoffe, ihr habt auch ein Köpfchen an und lasst es euch schmecken. Und falls ja, hoffe ich, dass es bei euch auch raucht. Wie? Ich sehe euch nicht mehr. Bei mir schneit es gerade draußen. Langsam kommen so diese Winter-Feelings schon auf. Und die ersten Häuser da haben auch schon Beleuchtung. Weihnachtsbaum dürften wir jetzt dann auch schon bald aufstellen. Ab, ich weiß gar nicht, 2. Advent sowas. Ich meine, 1. Advent ist ja auf November gefallen. Eieiei. Ich hoffe, Leute, ihr seid auch schon so langsam in Weihnachtsstimmung. Aber genug gebabbelt über Weihnachten. Kommen wir wieder zum hauptsächlichen Thema von diesem Video. Und zwar, warum so viel Rauch mit Alufolien, Köpfe da oben drauf, mit Alufolie, wenn ich allgemein mit Alufolie rauche. Das Ding ist, wie gesagt, Tabakmenge nehme ich immer relativ viel. Ich rauche auch jetzt mit Alufolie im Overpacking. Das heißt, meine Alufolie steht im kompletten Vollkontakt mit meinem Tabak im Köpfchen. Und wie ihr gesehen habt, ich rauche das Ganze mit 4 Kohlen. Ihr könnt das Ganze natürlich mit 3 Kohlen rauchen. Ich persönlich mag es immer mit ein bisschen mehr Hitze. Und ich kann euch nur empfehlen, so ein Kohlegitter euch zu besorgen. Vielleicht habe ich euch unten eins verlinkt, falls es das auf Amazon gibt. Wenn es auf einer anderen Shisha-Seite gibt, müssen wir mal gucken. Mein Kohlegitter ist von AO. Das gibt es auf jeden Fall auf der Shisha-Webseite. Ihr wisst ja, ich kann leider keine Shisha-Laden-Links mehr unten in der Infobox teilen, sonst werden wir direkt wieder entpartnert oder sonst was. Und das wäre natürlich tragisch jetzt im Shisha-Zember. Ach ja, und im Übrigen, ich verdiene mit den Shisha-Zember-Videos kein Geld, denn jedes Shisha-Video auf meinem Kanal wird demonetarisiert. Kohlegitter ist dafür da. Wenn ich jetzt mit 4 Kohlen rauche, dann bekommt das Ganze ziemlich viel Hitze ab. Und ich kann es keinem empfehlen, die Kohlen in die Mitte dann vom Kopf zu legen mit Alufolie, sonst bekommt der Kopf einfach zu viel Hitze ab. Deswegen Kohlen lassen wir immer ganz, ganz außen liegen. Genauso wie bei meinem persönlichen Kamin-Setup, warum so viel Rauch, da lege ich beim Kamin auch immer die Kohlen ganz nach außen. Und egal ob Smokebox oder Kamin, wir warten auch hier mit dem Alufolien-Setup, warten wir 5 Minuten, bevor wir überhaupt ziehen.
Nach diesen 5 Minuten drehen wir die Kohlen. Die Kohlen können euch hier durch das Kohlegitter nicht runterfallen. Das Kohlegitter schützt euch das. Das heißt, selbst wenn die Kohle dann ganz außen liegt und leicht anfängt zu kippen, dann fliegt euch die Kohle hier gegen das Gitter, aber die Kohle bleibt noch oben auf dem Kopf drauf. Ziemlich praktisch, auch wenn ihr an sich so die Kohlen oben dreht, auf eurer Smokebox, falls ihr irgendwie einen Aufsatz benutzt, wie den Nagrani oder einen Kalaut oder sonst was, könnt ihr das Kohlegitter auch verwenden und somit fliegt euch eventuell die Kohle, falls ihr euch aus der Kohlenzange rutscht, nicht irgendwie auf den Boden, auf euren Teppich oder Laminat. Deswegen Kohlegitter in meinen Augen sehr, sehr praktisch. Nachdem wir dann 5 Minuten gewartet haben, drehen wir die Kohlen einmal um 180 Grad. Und ich bitte euch, Lordings, ich bitte euch, da ging Grüße raus an den Twitch-Zuschauer, der hat mir letztens geschrieben, Nico, ich habe dein Alufolien-Setup, wollte ich nachbauen, das probiere ich jetzt aus, ich muss noch auf meine Smokebox warten. Und dann hat er mir einen Snap zugeschickt und die Kohlen, die waren noch nicht komplett durch, die waren nur bis zur Hälfte an. Deswegen große, große Bitte, egal ob ihr mit einer Smokebox, mit einem Kamin oder mit einem Alufolien-Setup braucht, wartet, bis die Kohlen komplett durch sind. Auch wenn ihr die nach 5 Minuten nochmal umdrehen müsst auf eurem Anzünder, aber die Kohle muss von jeder Seite an sein. Nach den 5 Minuten drehen wir das Ganze um 180 Grad. Ja, das würde mit einer halben Kohle gar nicht funktionieren, wenn die halbe Kohle nur an ist, weil dann würde die Seite, die aus ist, auf eurer Alufolie liegen und dann habt ihr keine Hitze mehr. Ne? Und ihr gebt dem Tabak gleichzeitig auch noch in den 5 Minuten Zeit, ein bisschen die Aromen zu entfalten. Nachdem ich die Kohlen dann nach 5 Minuten umgedreht habe, ist das Ganze eigentlich ready to go. Mit normaler Haushaltsalufolie rauche ich damit 2 Lagen persönlich. Falls es euch zu heiß ist, könnt ihr auch 3 Lagen nehmen, manche nehmen 4 Lagen. Ich persönlich sage aber, mit normaler Haushaltsalufolie reichen wirklich 2 Lagen aus. Und wenn ihr Panzeralufolie benutzt, reicht eine Lage aus. Die Lochung habe ich euch auch eingeblendet. Ich habe eine komplette Rundlochung gemacht. Auch bei dem Funnel bei mir kommt in die Mitte ein kleines Loch mit rein. Denn wenn ihr mit Alufolie raucht und mit einem Funnelkopf, das heißt mit einem Einlochkopf, und ihr da kein Loch in die Mitte macht und ihr keinen Mod zu Hause habt, ein Mod ist so ein kleines Ding, was normalerweise über das Loch vom Funnel kommt, der schützt euch nämlich davor, dass euer Funnelloch euch die Alufolie anzieht, an das Loch. Und hätte ich jetzt kein Loch in die Mitte gemacht von meinem Kopfbau, dann würde jetzt mein Kopf die Alufolie anziehen und dann hätte ich gar keinen Durchzug. Ne? Deswegen ein, zwei kleine Löcher noch draußen rum machen, einfach ganz normale Rundlochen machen, überall ein paar Löcher rein, dann habt ihr keine Probleme mit dem Durchzug. Ganze raucht, wie ich sie euch nehme, Durchzug ist einwandfrei, hey. Kleiner Tipp noch von mir, wenn ihr jetzt Haus als Alufolie nehmt, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe die Alufolie nochmal in der Mitte, habe ich die auseinander gesplittet, ich habe die nochmal ein bisschen kleiner gemacht, denn es reicht vollkommen aus, wenn eure Alufolie leicht unter den Kopf hinausschaut. Ihr dürft jetzt nicht komplett ein fettes Papier von Alufolie nehmen und die Alufolie um euren kompletten Kopf rum machen, sonst bekommt das Ganze nochmal viel zu viel Hitze ab, die Alufolie wird ziemlich heiß und euer Kopf ist von oben bis unten heiß einfach und es wird zu heiß in meinen Augen. Deswegen kleiner Tipp von mir, so mache ich. Einfach die Alufolie ein bisschen hier um den Kopf rum, um die Topic oben rum und nicht bis unten bis zum Hals runtergehen lassen. Normalerweise könnte man es auch wirklich so machen, dass die Alufolie auch nur bis zum unteren Rand geht. Ist mir meist immer ein bisschen zu kritisch und vielleicht noch darauf achten, dass die Alufolie auch ordentlich gespannt ist. Ne? Weil wenn das so eine lapprige Geschichte oben ist, dann macht ihr alleine, wenn ihr die Löcher in die Alufolie reinmacht, drückt ihr die Alufolie automatisch wieder in den Kopf mit rein und vielleicht habt ihr dann auch wieder Durchzugsprobleme. Ich weiß nicht, wer da draußen noch gerne mit Alufolie raucht. Ich persönlich sehr, sehr gerne. Erstens muss ich danach meine Smokebox nicht sauber machen, sondern muss nur die Alufolie vom Kopf nehmen, hau die in den Mülleimer rein und kann mir den nächsten Kopf bauen. Und ich finde, ab und zu habe ich einfach das Verlangen, so auf Oldschool-mäßig, auf Classic, damals, wo ich angefangen habe, noch mit Selbstzünderkohlen und mit Alufolie, habe ich einfach Bock, mit Alufolie zu rauchen. Und es ist auch ein Setup, wo man ziemlich wenig falsch machen kann. Meine Bitte, wie gesagt, zusammengefasst, persönlich Haushaltsalufolie 2 Lagen, ansonsten gerne holt euch Panzeralufolie. Holt euch, wenn ihr mit Alufolie raucht, gerne einen Kohlegitterschutz, ziemlich, ziemlich praktisch. Mit der Tabakmenge müsst ihr rumspielen, ein Loch in die Mitte machen für den Durchzug, Alufolie ordentlich spannen und darauf achten, dass eure Kohlen durch sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, falls ihr noch gerne mit Alufolie raucht, welches Setup ihr gerne mit Alufolie raucht, auch mit einem Funnelkopf oder ob ihr noch auf Oldschool mit einem Mehrlochkopf dann raucht mit Alufolie, ob ihr das eher verwendet für Darkblend-Sorten oder für Virginia oder ob ihr wirklich immer dann nur mit Alufolie euren Traube Minze oder euren Doppelapfel genießt.
Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachbauen und lasst mir gerne einen Kommentar auch da, wenn ihr das Ganze ausprobiert habt und falls es bei euch laufen sollte. Falls es nicht laufen sollte, kommt gerne wieder zurück zu dem Video, stellt mir eure Frage hier rein oder schaut dann um 20 Uhr, wenn das Video online ist oder wenn wir live sind auf Twitch in den Livestream mit rein, dann könnt ihr eure Fragen mir auch reinschreiben. Dann kann ich euch persönlich nochmal im Livestream drauf antworten. Ansonsten würde ich sagen, war das ein ziemlich kurzes, knappes und hoffentlich informatives Video zu meinem Alufolien Setup, wie es bei mir dann mit Alufolie raucht, wie ich sehe euch nicht mehr. Ich lasse mir jetzt mein Köpfchen noch schmecken, wünsche dir da draußen noch einen schönen Tag, bedanke mich natürlich mal wieder recht herzlich fürs Einschalten und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten mir bald die 1 Million, ihr wisst Bescheid, einen guten Rauch euch da draußen, bis morgen zu einem neuen Video oder bis heute Abend zum Livestream, ich lasse es mir jetzt noch schmecken und ich bin raus, bis dann, bye bye.